Hallo, hier ist Muho wieder aus Osaka. Gestern ging es um die Frage, wie geht man mit kritischem, reflektierendem Denken um? Oder ist das überhaupt gewünscht im Zen? Manchmal wird es von manchen Zen-Lehrern oder Lehrerinnen als problematisch bezeichnet. Nachdem ich das Video von gestern schon aufgenommen hatte, hat mir die Fragestellerin noch einmal oder genau genommen sogar dann noch zweimal geschrieben. Zunächst mal hat sie ihre Frage noch einmal etwas gekürzt und präzisiert. Ich werde jetzt erstmal die Frage noch einmal in der präzisierten Form vorlesen. Meine Zen-Lehrerin ermahnt uns oft, wir sollen nicht auf unser nörgelndes Ego hören, das immerzu kommentiert, kritisiert und reflektiert, die Wirklichkeit in Stücke schneidet und einordnet und stattdessen das Leben so leben, wie es sich im Moment in uns entfaltet. Dadurch würde auch Vertrauen in den Fluss des Lebens entstehen. Also kurz gesagt, in meinen Worten, nicht so viel denken, lieber leben, ne? Und dann in dicken, fetten Buchstaben, die ich hier wahrscheinlich in der Videobeschreibung so nicht wiedergeben kann, schreibt die Fragestellerin: Für mich macht das durchaus Sinn und ich habe das bisher auch so geübt. Aber dann geht es weiter. Eine mir nahestehende Freundin war rund 30 Jahre in einer destruktiven Sekte. Dort wurde unter anderem gebilligt, dass sie von ihrem Mann, ebenfalls Sektenmitglied, über Jahre vergewaltigt wurde. Auch in dieser Sekte wurde immer gesagt: Hör auf, dir Gedanken zu machen. Vertraue dich Gott an. Er regelt das für dich. Das klingt für mich ähnlich wie: Hör auf zu nörgeln. Nach 30 Jahren schaffte sie mit Hilfe ihres Hausarztes den Ausstieg. Sie sagt: Ich hätte den Ausstieg nicht geschafft, wenn ich nicht angefangen hätte, kritisch zu denken und zu reflektieren. Ich würde mich niemals mehr von diesen wichtigen Fähigkeiten trennen. Und dann schreibt die Fragestellerin wieder mit fetten Buchstaben: Darin sehe ich aber durchaus auch einen Sinn. Ausrufezeichen. Nun frage ich mich, wie kann ich diese Haltung, dass Reflexion und kritisches Denken in gewissen Lebenssituationen durchaus angebracht ist, mit der Kritik am diskursiven Denken im Zen zusammenbringen? Also, was die Zen-Lehrerin sagt, macht Sinn für die Fragestellerin, aber was ihre Freundin, die den Absprung geschafft hat aus der Sekte, sagt, nämlich dass es für sie gerade das kritische Denken ist, das sie gerettet hat, macht auch Sinn. Wie kann sie das miteinander unter einen Hut bringen, beziehungsweise was unterscheidet? Die Zen-Aufforderung: Lass vom kritischen Denken los, vertraue auf das Leben. Die Aufforderung in der Sekte, ja. Keine Kritik hier, bitte kein Denken, vertraue dich Gott an. Ist das letztlich dasselbe oder gibt es da einen Unterschied? Wie kann ich diese Haltung, Reflexion und kritisches Denken in gewissen Lebenssituationen durchaus angebracht ist, mit der Kritik am diskursiven Denken im Zen zusammenbringen? Also, was ich dazu sagen kann, und das habe ich auch schon gestern zum Teil gesagt, ne? Wir sollten nicht den Fehler machen und sagen, das Leben selbst ist gut, aber das Denken ist schlecht. Denn wie entfaltet sich denn das Leben hier und jetzt in diesem Augenblick? Für einen Vogel entfaltet es sich im Fliegen. Für einen Fisch entfaltet es sich im Schwimmen.
Für einen Menschen entfaltet es sich in vielen Dingen, die wir während der 24 Stunden des Tages tun. Und das Denken gehört dazu. Das Denken, das Kommentieren, das Reflektieren, das Kritisieren selbst sind nicht das Leben. Aber auch das kritische Denken, die Reflexion ist ein Ausdruck des Lebens. Das Leben drückt sich ja nicht nur im Essen und Saubermachen und im kritiklosen Folgen des Meisters aus, sondern auch im Ego sozusagen, ne, in diesem bösen Ego und in der Kritik. Also ich würde zunächst einmal gucken, machst du nicht in dem Moment, wo du trennst zwischen dem nörgelnden Ego hier und dem Fluss des Lebens dort. Oder während Sazen, ne? Da ist eine Vogelstimme, die du hörst während Sazen. Schön. Und dann fährt da einer mit dem Auto vom Fenster vorbei und du ärgerst dich, ne? Das eine gut, das andere schlecht, ne? Es geht doch eigentlich darum, davon loszulassen, ne? Vogelstimme ist genauso Teil von Sazen wie das Auto, das du hörst, ne? Und Geistesstille, schön, ne? Aber kritische Gedanken ebenfalls. Auch Ausdruck des Lebens, ne? Und besonders in dem konkreten Beispiel, das da genannt wird, manchmal wären wir ziemlich aufgeschmissen, wenn wir nicht auch unser kritisches Denken haben, ne? Beziehungsweise selbst für Erleuchtung, laut Dogen, laut dem späten Dogen brauchen wir Denken. Ne? Also Denken ist natürlich nicht Erleuchtung, aber Nicht-Denken ist auch nicht die Erleuchtung. Ne? Also ich mache mal wieder hier Werbung, hier Futter für Pferd und Esel. Ne? Da findet ihr auf Seite 157 das Kapitel Hotsubo Daishin auf Japanisch, auf Deutsch übersetzt als Aufbruch zum Weg des Herzens. Ne? Bodaishin wird manchmal auch Bodhigeist genannt, der erwachte Geist. Und es gibt die verschiedensten Definitionen. Selbst Dogen definiert es in seinem Werk immer wieder anders. Im Gakudo Yojinshu sagt, der Bodhigeist ist der Geist, der die Vergänglichkeit klar erkennt. Und natürlich erkennt dieser Geist in dem Moment auch, dass ich vergänglich ist, dass es keinen Bestand hat. Ne? Im Tensokyokun, den Anweisungen für den Koch, sagt der Bodhigeist, bedeutet die Ärmel hochzukrempeln, wenn der Koch in der Küche steht. Dann am Ende des Werkes sagt er, es gibt drei verschiedene Geister, in denen sich der Bodhigeist ausdrückt, ne? Es ist der freudige Geist, es macht dir Spaß, für die anderen zu kochen. Es ist Elterngeist. Du tust es nicht, weil du was dafür zurückerwartest. Du tust es so, wie es Eltern für die Kinder tun. Bedingungslos. Du willst nichts zurück für deine Zeit und deine Energie, die du in der Küche zubringst. Und dann der große Geist, der so groß ist wie das Meer und so hoch wie ein Berg, der alles in sich aufnimmt. Ne? All das ist Bodhigeist, aber dann am Ende seines Lebens, ne, verfasst Dogen dieses Kapitel Hotsubo Daishin, Aufbruch zum Weg des Herzens. Und da heißt es ganz am Anfang, das Wort Geist hat drei verschiedene Bedeutungen. Also das Kanji auf Japanisch ist Shin, ne? Es kommt natürlich aus dem Chinesischen, ne? Und es wird verwendet, um drei verschiedene indische Begriffe zu übersetzen. Nämlich, erstens steht es für Chitta, unseren denkenden Geist, den gewöhnlichen denkenden Menschengeist, der urteilt, der kommentiert, der kritisiert, der reflektiert. Zweitens steht es für Hridaya, das Herz oder die Seele, die auch Gräsern und Bäumen innewohnt. Also sowas wie ein Lebensgeist. Vielleicht würde man im Lateinischen Amina sagen. Ne? Also das, was alles, was lebt, beseelt sozusagen. Das kann auch mit dem Wort Geist gemeint sein. Ne? Die Amina.
Und dann drittens steht es für Vrida, Vritta, wenn ich das mal richtig ausspreche, nee, Vritta. Die kosmische Weisheit oder die Essenz aller Dinge, also sowas wie ein kosmisches Bewusstsein, kann auch mit Geist gemeint sein. Und jetzt stellt Dogen die Frage, wenn wir vom Aufbruch zum Weg des Herzens, und das Wort Herz hier ist meine Übersetzung für Geist. Ich hätte ja auch Geist schreiben können, ne? Aufbruch zum Weg des Geistes. Ne? Die Frage, die Dogen hier stellt am Anfang, ist, über welchen Geist sprechen wir überhaupt? Den denkenden Geist? Beginnen wir da, ne, bei dem menschlichen Geist? Oder meinen wir diesen Geist, den wir mit allem Lebenden teilen? Ne? Ein Geist, der wie die Amina alles beseelt auf diesem Planeten. Oder sprechen wir von dem kosmischen Bewusstsein, ne? Was auch immer das ist. Und wie Dogen auf diese Frage dann antwortet, werde ich morgen sagen, beziehungsweise wenn ihr es schon heute wissen wollt, ihr könnt es euch auch hier in diesem Buch durchlesen, ne? Wenn ihr es im Schrank stehen habt. Das steht dann auf heute auf Seite 158, ne? Aber weil ich finde, dass es ein wichtiger Punkt ist, der auch mit der Fragestellerin zu tun hat, ne, werde ich morgen nochmal drauf zurückkommen. Bis dann und danke fürs Zugucken. Tschüss.